und... Hörst du mich? Geht's. Melde dich, Mann! Ja, Ricky, ich höre. Hör zu, ich habe keine Zeit. Was war los, verdammt? Sie haben gerade Skizzo weggesperrt und... Ja, gut, ich habe keine Zeit zum Reden. Und Carlos und die Ripper sind einfach weg. Nach allem, was sie getan haben. Ja, okay, toll. Rede mit Iron Mike über den Scheiß. Werd ich. Aber wir müssen reden. Nicht, dass du noch irgendwas anstellst. Was denn, Ricky? Wir reden doch gerade. Unter vier Augen. Es ist wichtig. Es ist immer wichtig. Ricky, ich muss jetzt los. Deacon, warte! Nö. Weiter geht's. Jetzt muss ich dieses Zeug nur noch unbemerkt in meine Hütte bringen. Aha. Was ist das? Dann machen wir hier lang. Oh, gar keinen großen Spaziergang damit. So. Was Stress hatten wir hier genug. John, du wirst nie erfahren, wie sehr Busa dich vermisst. So, perfekt. Perfekt. Boah, ey, das war echt too much gerade gewesen, ey. Aber es war auch mal richtig was los, sagen wir mal so, ne? Hey, meinst du, dass du... Ich muss an die Sprengschnur ran. Über ihr Leben. Perfekt. Und ich habe diesem Arschloch vertraut. Nee, ich nicht. Hallo. Schätze, Skizzo wird das nicht mehr brauchen. Nö, nehmen wir mit. Alles ich zeig das mal, Eddie. Sicher ist sicher. Ja, nicht, dass sich das infiziert. Wir wissen, was das heißt. Hey, du wirst dir mit der Axt noch wehtun. So, das ist, ne? Jetzt haben wir gleich auch nur einen Arm ab. Ich geh mal durchs Fenster, ist das okay? Okay, ich guck nicht. Dann, ja, gucken wir mal. Oh. Ich kann das nicht mehr. Schon okay, mir geht's gut. Was ist denn los? Ich bin eine Tierärztin, verdammt. Ich kenne mich nur aus mit Koliken, Dämpfigkeit und Hufkrankheiten. Sieht das für dich aus wie ein scheiß Huf? Nein, Eddie? Du hast gesehen, was Busa passiert ist. Ich kann das hey, nicht. Es gibt Eddie. So viele Verwundete. Eddie. Und so viele sterben. Eddie. Deacon, ich bin keine Ärztin. Okay, vielleicht nicht. Aber wir haben nur dich. Ja, gut. Eddie ist keine Ärztin. Okay, du bist also keine Ärztin, aber hast trotzdem Busas Leben gerettet. Ja, also wirklich. Das sagt schon eine ganze Menge. So. Dann hier rein. Hey, Dick. Ich wollte den Sprengstoff überprüfen. Sicher gehen, dass die Ripper ihn nicht geklaut haben. Und dann war ich in Skizzos Hütte, nach der Sprengschnur gucken und wäre ich mal gleich hergekommen. Das hätte Zeit gespart. Verschwinde von hier, Ricky. Wir können die Höhle doch sprengen, oder? Ich komm mit.
Als ich klein war, fand mein Vater ein Rattennest unter einem der Schuppen. Willst du wissen, was dann? Ganz kaum erwarten. Er wartete bis zum Morgen, und als wir schliefen, legte er Sperrholz über das Loch und ließ mich den Gartenschlauch holen. Und dann sagte er, das werde ich nicht vergessen, er sagte, Ratten tötet man am besten durch Ertränken. Du willst das Reservoir über dem Camp sprengen? Das könnte klappen. Deacon, du Sie kannst wollen in Frieden ruhen, ich helfe Ihnen dabei. Deacon, das kannst und du nicht. Warum nicht? Wegen Iron Mike? Wegen einem verdammten Vertrag? Du weißt, ich will Skizzo den Hals umdrehen, aber er hat recht. Carlos gibt nicht auf, Ripper geben nicht auf und du weißt es. Das ist doch eher was Persönliches. Ja, es ist persönlich. Busa, ich komme zum Tor rüber. Bist du bereit? Bin schon unterwegs, Bruder. Ja, das kann okay. Ja was werden. Ich bin fast da. Das kann ja was werden. So, wir sollten eigentlich Beute ohne Ende. Okay. Okay. Nettes Gewehr. Oh ja, ein kleines Geschenk von Skizzo. Sag mir Bescheid, wenn du es ihm zurückgeben willst. Aber klar doch. Jetzt heißt es nur noch eins. Waffe! Ach, verdammt, Skizzo. Was stellen wir später mit dem Mistkerl an? Wir wollen doch nicht, dass Iron Mike ihm den Prozess macht, oder? Das stimmt nicht. Gut, was machen wir jetzt? Ich kenne die Gegend ziemlich gut. Sarah, sie arbeitete südlich der Iron Butte Ranch. Ich habe sie früher oft zum Lunch abgeholt. Dort beigebracht, wie man fährt. Jesse, Carlos, wie auch immer sich dieser Vollidiot nennt, hat sich in dem alten Golfresort breit gemacht. Südlich der Lodge liegt der Crescent Lake Stausee. Wenn wir den Damm sprengen, strömen die Wassermassen ins Tal und sie ersaufen alle wie die Ratten, wie die Ratten. Ja, aber die Lodge liegt auf einem Hügel. Ja, sie wird der Flut sicher standhalten, aber die Wassermassen werden viele Ripper auf dem Gelände mitreißen und töten. Wenn Jesse überlebt, rechnet er nicht mit uns. Ganz genau. Okay. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wie er unbemerkt ins Iron Butte-Tal gelangen konnte, ne? Ich bring uns da schon hin. Halt du dich gut fest. Ja, wie wollen wir das am besten machen, wa? Jetzt hörst du Ripper davon! Ich seh sie! Komm schon! Ihr verdammten Ripper! Get off! Seht euch mal meinen Arm hier an! Das ist für euch! Ihr blöden Ripper, ihr geht mir so dermaßen auf den Sack. Ihr lernt es gleich sowas von schwimmen. Okay, mal eben teilen. Und die Machete hier mitnehmen. Ich hab sie! Schlag zu! Schlag zu! Okay. Er hat sie erwischt! Feuer! Na! Okay, sehr gut. Ja.
Cool, das sollte es gewesen sein. Schnupfenvoll hier, so. Alles okay? Es ging mir schon besser. Na gut, komm schon. Bringen wir es zu Ende. Okay. So. Ich bin dabei. Und nur eben hier eben das Motorrad holen. Ja. So. Na komm, Buser. Ich hoffe, der Hund haut nicht ab, ey. Ich bin nämlich nicht so dolle. Wir müssen jetzt nach Süden. Ich komme schon. Aber hier waren wir jetzt noch so gar nicht gewesen, ne? Kann das sein? Okay. Sehr gut. Wir fluten. Mal sagen wir Schwimmbad hier für die. Da ist der Damm. Okay. Das wird nicht gerade ein Kinderspiel. Nein. Okay. Hey, was machst du da? Ich dachte, ich trage den Sprengstoff kurz darunter und frag mal, ob sie ihn was ausmacht, wenn wir sie hochjagen. Buse. Komm, du hältst mir mit Skizzos Gewehr den Rücken frei und ich platziere die Ladung. Oh, Moment. Hey, ich pack das. Ich bin kein guter Schütze, aber mit Sprengstoff kenne ich mich aus. Ich habe auch schon Sprengladungen gelegt, Buse, in Afghanistan. Ich weiß, wo man sie platziert. Gut. Dann sag mir wo, wenn ich da bin. Ziehen wir es durch? Ja. Okay. Das wird jetzt wieder lustig. Okay, ich werde den Turm darauf steigen, dann kann ich den Damm von überall einsehen. Ich warte hier, bis du oben bist. In Ordnung. Bist du bereit? Ich gehe dann rein. Ja, unten bleiben und schnell sein. Verstanden, Bruder. Ach, egal. Los, los! Wo soll die erste Ladung hin? Siehst du das zweite Gerüst da vorne? Oben auf dem Damm? Auf Position. Hey, ich muss auf jeden Fall mit. Okay, jetzt die erste Ladung. Fertig. Okay, dann gehe ich jetzt zur nächsten rüber. Gut gemacht, Bruce. Weiter so. Das sind Ripper. Gut geschossen. Weiter so. Los, mit der Sniper macht mir eigentlich komm, auch schon. Niemand was vor, du. Das war jetzt der zweite Sprengsatz. Alles klar. Beschäftigt. Machst du das? Ich sehe sie. Wo denn? Anna! Ich krieg den dann nicht wahrscheinlich. Ein paar Ripper weniger. Gut gemacht. Okay. Ich sagte doch schon, ich schaffe das. Machst du das? Ja!
Ach, Scheiße. Ach, Gott, Will. Fuck. Es war so klar, dass noch so einer dazu kommt, ey. Nein! Weg von mir! Verdammt! Du musst sie mir vom Hals halten, Mann! Hab ich doch vor! Zur Hölle, komm nie her! Hilf mir hier mal! Ich seh sie! Ich hab halt auch nicht mehr viel Schutz, ne? Mehr Ripper! Oh Gott, ich mach das schon! Alter! Ich mach das, Bruder. Boah, Bruder, mach ich. Ricky nannte das große Ding Druckrohr, unten am Fuß des Damms. Okay, ich bin fast da. Okay, dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Gut. Verstanden. Was? Dick? Ich mach das, Busa. Ach, Scheiße! Ripper! No. Dieser Typ da mit diesem scheiß Maschinengewehr, ey. Fertig. Okay, die nächsten müssten jetzt hier kommen. Ja, ja. Ja, leck mich doch einer an den Tisch hier. Hallo? Guter Schuss. Danke. Ich bin beschäftigt. Machst du das? Ich sehe sie. Wie her? Nee. Hilf mir hier mal. Ich sehe sie. Und die nächste Sprengladung? Ricky nannte das große Ding Druckrohr. Unten am Fuß des Damms. Ja, ich sehe es. Ich gehe rüber. Also da muss jetzt ein Sniper auftauchen. Okay. Dritte Ladung. Auf Position. Beweg einfach deinen Arsch. Okay, mach du das mal mit einer Hand und einem Messer. Komm schon, Mann. Ich hätte auch manchmal gern so eine Klingenhand. Fertig. Machst du das? Ich hab's. Ja. Oh Gott, ich mach das schon. Du musst sie mir vom Hals halten, Mann. Willst du mir die Kerle vom Hals? Ich versuch ja, Busa. Ja, jetzt aber ein! Lauf, Buser! Ich mach ja schon so schnell ich kann!
Haben wir es? Haben wir. Perfekt. Na los! Na los! Und Schuss. Und wie es aussieht, hat es Carlos mit erwischt. Ach du Scheiße. Bist du okay? Ja. Ja, ich glaub schon. Außer warte, war das etwa schon? Der wird nie alt, was? Nee. Finden wir Jesse, ja. Perfekt, würde ich sagen, ja. Weil die Seuche haben wir schon mal erledigt. Das war eine echt großartige Leistung. Ja, ich dachte ein paar Mal, ich wäre geliefert. Das tut mir echt leid. Was zum Teufel redest du denn da? So lebendig war ich nicht mehr seit... Oh, Scheiße. Weißt du noch diese Sache mit der Horde in Tamelo? Wir sind noch nicht fertig. Ja, ja. Wie viele haben wir erwischt? Keine Ahnung. Aber sie hatten es verdient, oder? Ja, das hatten sie. Wir alle, Mann. So. Mal gucken. Was für mich hat der Carlos mit da drin gewesen? Der volle Lotte. Na gut, wir müssen jetzt wohl zu Fuß weiter. Willst du bleiben und streunende Ripper von meinem Bike fernhalten? Tja, ich glaube, das muss uns keine Sorgen machen. Und das hier? Das. Es geht auf Jesse. Er will sich rächen. Ich werde ihm zeigen, was Rache ist. Okay. Dann packen wir uns den mal. Komm schon, gehen wir zur Lodge. Wie gesagt, direkt hinter dir. Scheiße. So hat es sicher nach der Sintflut ausgesehen. Die Flut riss alle Zünder. Ach, toll, ey. Ja, nur dass Gott mit dieser hier nichts zu tun hat. Ja, du weißt, was ich meine. Scheiße, mehr Ripper. Wie haben die überlebt? Oh, haben sie nicht. Sie wissen es nur noch nicht. Dick, linke Seite! Linke Seite! Ja, ja, ich mach das. Na, ich will die Rohrbombe ab. Ich. Was zur Hölle tust du? Dann geht's gar nicht rein. Ich kann erstmal um die anderen da kümmern. Ich hasse diese Typen. Zeit jetzt, Ich hab fast ein ganzes Magazin gefressen, der Typ, Okay, sehr gut. Sniper bitte. Aua! Jetzt auf jeden Fall durchschlagen, die Waffe. Aber ich auch, um mir es noch helfen könnten. Ah.
war. So, den haben wir. Einmal neu aufnehmen hier. Neu aufnehmen. Oh ja, das ist ein Brecher. Ein was? Oh, kommt schon, ihr Mistkerle! Hulk Hogan auch wieder mit am Start. Oh, Scheiße. Oh. Oh, Gott. Schon wieder so ein fettes Vieh dabei, ey. Ja, klar, Missionsgebiet wird verlassen. Hauptsache, der boxt mich hier raus. Alter Schwede. Er boxt mich aus dem Missionsgebiet, ne? Ist doch. Okay, cool. Ich werde aus dem Missionsgebiet gestoßen. Geschmissen, gestoßen. Darf ich jetzt nochmal. Ach, das ist aber nett, dass ich jetzt nochmal hier rein darf. Boah. Ich darf keine Zähne. Die Sniper. Die linke Seite! Linke Seite! Ja, ja, ich mach das. So, den haben wir. Kalas! Kalas! Ich verbrenne für dich! Siehst du mal das? Brenne! Komm hoch! Komm hoch! Sehr gut. Na, oh, warte mal, ich muss hier mit der Sniper hier dran. Wo ist der? Aua! Brecher! Oh ja, das ist ein Brecher! Ja, ich würde gerne noch meine Waffe wechseln, danke. Sag ich mal Dankeschön. Wo ist der Typ?
Ach so, das ist. Wieso habe ich denn die Waffe ausgerüstet? Alter! Alter, ich hab dich doch erst vor ein paar Tagen gekillt, Alter. Oh, kurz weg hier. Einmal kurz herstellen. So. Stopp. Ich zeig euch. Halt neben den Weg. Aua. Missionsgebiet wird verlassen. Was soll ich denn machen hier mit dem, Sir? Nachladen! Alter! Erstmal diese beschissenen Ripper, ey. Nein, ich reg mich nicht auf. Aber ich hab mitnehmen, danke schön, das ist ja nett. Ach, das darf doch nicht wahr sein, dieses Drecksvieh, ey. Wenn ich jetzt wieder von vorne anfangen darf, ist was los. Wenn ich jetzt wieder da hinterm Steinbruch anfangen darf, ne? Okay. Geht der mir auf den Sack? Geht der mir auf den Sack? Ihr verdammten Ripper! Alter, der ist unglaublich, der Typ, ehrlich. Ja, er schmeißt mich sogar noch aus dem Missionsgebiet raus, ey. Ja, lass mich durch hier. Ich sehe irgendwo eine fucking Shotgun. Alter, das darf echt nicht wahr sein. Das ist doch unnormal gerade, ey. Nee, du machst dich jetzt mal... Ich raste gleich aus, ne? Ich raste gleich so dermaßen aus, ey. Das ist unglaublich, wie ich gleich ausraste, ehrlich. Diese scheiß Ripper, Alter. Ja, jetzt stirb doch mal endlich! Das kann doch nicht sein, ey! Na los! Töte ihn! Gib mir die Waffe. Alter! Es wäre auch mal wundervoll, wenn Busa irgendetwas machen würde.
Boah. Ja, super. Wie fest wollen wir uns festbacken? Alter, ist echt jetzt? Alter, ich kann nicht mehr, ne? Ehrlich. Sammeln. Heilen. Komm her. Ach, komm, echt jetzt. Ich hab's ehrlich. Das ist unglaublich mit dem Vieh hier, ehrlich. Ja. Ehrlich. Nee, komm, ich muss mich einmal abbringen. Das machen wir in der nächsten, ehrlich. Geht gar nicht gerade. Stopp.